Einen so heißen Sommer wie nun vor 100 Jahren hat es seitdem nicht wieder gegeben. Kein Grün fast war zu sehen, zahmes und wildes Getier lag verschmachtet auf den Feldern. Dieser Satz stammt nicht etwa aus einer Wettervorhersage aus den Jahren 2018 oder 2019, sondern er ist der erste Satz des Märchens von Theodor Storm, die Regentrude, aus dem Jahre 1863. Ganz so extrem hat sich das Wetter bei uns bisher nicht dargestellt, wenngleich wir heiße Sommer und extreme Wetterlagen durchaus erfahren haben und da möglicherweise werden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Livestreams, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen im Livestream der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt. Mein Name ist Ulrich Finke, ich bin seit November 2018 Mitglied des Vorstands der Polytechnischen Gesellschaft und begrüße Sie zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe im ersten Halbjahr 2021. Besonders begrüßen möchte ich unseren Referenten des heutigen Abends, Herrn Prof. Dr. Dietrich Borchardt, den Leiter des Themenbereichs Wasserressourcen und Umwelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung der TU Dresden und Herrn Stefan Hübner von HR Info, der diesen Abend moderieren wird. Die Polytechnische Gesellschaft ist eine 1816 gegründete Bürgergesellschaft, die den Werten der Aufklärung des Gemeinwohls verpflichtet ist. Mit ihren 7 Tochterinstituten, darunter die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und die Stiftung für Blinde und Sehbehinderte und das Institut für Bienenkunde, engagiert sie sich in Frankfurt für Bildung, bürgerschaftliche Verantwortung, Innovation und die Linderung von Not. Im Sinne dieses Auftrags führt die Polytechnische Gesellschaft in jedem Halbjahr kostenfreie Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen durch, Corona-bedingt aktuell nur online als Livestream, heute aus der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Unsere Vortragsreihe unter dem Titel Zukunftsmensch lädt Wissenschaftlerinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten zur Diskussion der großen Zukunftsfragen unserer Zeit ein. Passend zur Lage ist unsere Reihe in diesem Halbjahr dem Thema Krisenbewältigen gewidmet. Wir richten dabei den Fokus auf krisenhafte Entwicklungen, die uns künftig begleiten werden und gehen der Frage nach, wie wir mit diesen Krisen angemessen umgehen können. Der zunehmende Bedarf an Wasser, verbunden mit zunehmender Erwärmung, verstehen wir als eine solche Krise. Und damit möchte ich das Wort an Herrn Hübner übergeben, der uns durch den weiteren Abend geleiten wird. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Finke, und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen an Sie draußen an den mobilen und stationären Endgeräten aller Art. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vortragsabend der Polytechnischen Gesellschaft hier in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main. Mein Name ist Stefan Hübner, ich bin Redakteur für Bildung und Wissenschaft bei HR Info, das ist das Informationsradio des Hessischen Rundfunks und dort für die klassischen Naturwissenschaften zuständig, unter anderem für das aktuelle Funkkolleg Mensch und Tier. Klimathemen gehören immer wieder auch dazu, Ökologiethemen, und vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr auf den heutigen Abend hier auf der Bühne gemeinsam mit Herrn Professor Dietrich Borchardt. Und ja, Herr Professor Borchardt ist, Professor Finke hatte schon erwähnt, heute zu uns gekommen vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz dem UFZ in Magdeburg. Und als Professor ist er der Technischen Universität in Dresden verbunden. Die Forschungsschwerpunkte, die Arbeitsschwerpunkte von Herrn Professor Borchardt sind die Strukturen und die Funktionen sowie die Entwicklung von Wasserlebensräumen. Es ist die Umweltsystemanalyse zu nennen und das sogenannte integrierte Wasserressourcenmanagement. Ich denke, da wird im Laufe des heutigen Abends auch noch deutlich werden, was sich hinter diesem etwas sperrigen Wort, hinter diesem etwas sperrigen Fachbegriff verbirgt. Vor dem Hintergrund seiner Expertise wollen Sie, lieber Herr Professor Borchardt, uns heute Abend ja gewissermaßen erstmal auf eine Art digitale, wasserkundliche Deutschlandreise mitnehmen. Und das wird sicherlich insofern ein ganz erhellendes Unterfangen sein, als Deutschland per se ein recht wasserreiches Land ist. Man findet Daten wie zum Beispiel 188 Milliarden Kubikmeter an potenziell nutzbarem Grund- und Oberflächenwasser. Und bevor Sie zu Hause sich jetzt den Taschenrechner zum Umrechnen zücken, das entspricht in etwa 50 Millionen 50 Meter langen Olympiaschwimmbecken. Diese Umrechnung habe ich zumindest gefunden. Korrigieren Sie mich, Herr Professor Borchardt, falls Sie auf ein anderes Ergebnis kommen. Und ja, vor diesem Hintergrund und das in Bezug gesetzt zu der Tatsache, dass wir in den letzten Jahren immer häufiger Dürren
Extremwetterereignisse aller möglicher Art eben erleben, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn wir in einem so wasserreichen Land leben, warum ist es unter Wassergesichtspunkten für uns dann doch teilweise ja, so schwer, für uns und für die Umwelt um uns herum? Dem deutschen Wald soll auch 2021 wieder ein Dürrejahr drohen. Wir wollen fragen, warum wird das Wasser knapp? Was machen wir womöglich im Umgang mit dem Wasser falsch? Gibt es Stellen, wo wir den richtigen, sprich den nachhaltigen Umgang mit Wasser aus dem Auge verloren haben? Den aktuellen fachlichen Zwischenstand, möchte ich sagen, dazu, den wird Dietrich Borchert heute Abend zu Beginn im Rahmen eines Vortrages Ihnen zusammenfassen und skizzieren. Und im Anschluss wollen wir dann im Gespräch versuchen, dieses Fachliche auf eine etwas alltäglichere Praxis, nahe To-Do-Ebene zu übertragen, und wir wollen natürlich die Brücke schlagen zu Ihren Fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben ein paar Fragen, ein paar Hinweise schon im Vorfeld erhalten an die E-Mail-Adresse unter anderem ptg@polytechnische.de. An diese E-Mail-Adresse können Sie auch im weiteren Verlauf Fragen mailen, wenn Ihnen etwas als vertiefenswert erscheint, wenn eine Frage für Sie offen geblieben ist. Sie können allerdings auch, wenn Sie ein Nutzerkonto bei Google haben, dann können Sie auch die Live-Chat-Funktion nutzen im YouTube-Kanal PTG Frankfurt. PTG Frankfurt in einem Wort geschrieben. Und hier unten sitzt Andreas Pesch von der Polytechnischen Gesellschaft. Der hat diese Kommunikationskanäle heute für Sie und für uns im Auge und wird dann Ihre Fragen dann in die weitere Diskussion später einspielen. Ich bitte jetzt schon um Verständnis, falls wir hinterher die Fragen miteinander kombinieren, um das Ganze ein bisschen dramaturgisch auch abwechslungsreich zu gestalten. Und aber bevor es dazu überhaupt erst kommt, freuen wir uns auf den Vortrag von Dietrich Borchert. Und ich darf Ihnen hier voller Freude, voller Vorfreude das Mikrofon übergeben, Herr Professor Borchert. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Kollege Finke und der Polytechnischen Gesellschaft, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier nach Frankfurt heute Abend in die Evangelische Akademie. Ja, liebe interessierte Zuhörende, Zuschauende an den digitalen Endgeräten, mein Thema, wie gesagt, ist heute Abend Dürre und Extremhitze. Woher soll unser Wasser kommen? Und ich will der Frage nachgehen, haben wir es hier mit einer krisenhaften Entwicklung zu tun? Müssen wir diese ernst nehmen und wie ist es eigentlich nachhaltig geboten, angezeigt, mit dieser Entwicklung umzugehen, konstruktiv umzugehen und sie am Ende vielleicht nicht zu einer manifesten Krise werden zu lassen. Ich möchte gern beginnen, das Thema einzuordnen. Ist es eine krisenhafte Entwicklung? Müssen wir die eigentlich ernst nehmen? Und wie wahrscheinlich ist es denn, mit dieser Entwicklung in den letzten Jahren, aber auch zukünftig zu tun zu haben? Ich nehme in dieser Grafik die Münchner Rückversicherung als Indikator genommen dafür, wo auch die Europäische Akademie der Wissenschaften Bezug drauf genommen hat, und zwar eine Analyse, das zeigt diese Grafik, mit welchem Anstieg global betrachtet, also nicht in Deutschland, sondern global, haben wir denn in der jüngsten Vergangenheit und in der aktuellen Gegenwart zu rechnen gehabt. Und alle Kurven zeigen für hydrologische Ereignisse, für klimatische Ereignisse, für meteorologische Ereignisse und geophysikalische Ereignisse nach oben. Und der Indikator, warum ist das ein Indikator? Wenn die Münchner Rückversicherung, also eine Versicherungsgesellschaft, die Risiken der Versicherung absichert, mit denen wir unsere alltäglichen Risiken, jeder einzelne von uns absichert, Hausrat, Unfallversicherung, aber auch Schadensversicherung, Gebäudeversicherung, dann ist das wohl ein ernstzunehmender Indikator. Und was dabei auffällt, ist, dass zwei Arten von Ereignissen, nämlich die Überflutung und die Trockenheit, also die Drought, zu den Entwicklungen gehören, die besonders stark relativ steigen, immerhin um 400% bezogen auf das Jahr 1980, wenn wir die Gegenwart zugrunde legen. Also wir haben es mit einem wichtigen Trend zu tun. Die Frage ist nun, was sind die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Risiken und Folgen, die jetzt mit so einer relativen Steigerung zu
zu tun haben. Und hier mein Blick auch auf eine nach außen. Das World Economic Forum ist sicherlich vielen ein Begriff. Es ist das jährliche Treffen von Wirtschaftsführern aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik in Davos. Und dieses World Economic Forum hat sich mit der Frage beschäftigt von Risiken, und zwar grünen Umweltrisiken, ökonomische Risiken, soziale Risiken, technologische Risiken, geopolitische Risiken. Und das auf einer Skala eingeordnet, und das ist diese Punktewolke. Wie wahrscheinlich ist denn dieses Risiko und wie ist die Größenordnung oder wie stark ist die Auswirkung auf einer Skala von 1 bis 5? Da finden sich dann solche Punkte wie hier, der Dollar verliert seine Rolle als Leitfährung. Das ist schon wahrscheinlich, aber die Auswirkung nach links betrachtet ist zu relativieren. Hier finden sich Pandemien, das, was wir gerade so schmerzhaft erleben, etwa gleich wahrscheinlich wie das Dollarbeispiel, aber schon in den Auswirkungen, wie wir ja alle gerade lernen, sowohl bei uns als auch global, in viel größeren Auswirkungen. Und dann gibt es hier einen Quadranten hier oben, in denen Ereignisse noch viel wahrscheinlicher sind und vor allen Dingen noch viel gravierender in ihren Auswirkungen. Und dazu gehören, jetzt hängt die Animation, zwei wesentliche Risiken, nämlich einmal das Versäumnis, unser Versäumnis, sich an den Klimawandel anzupassen oder ihn abzuschwächen und das in der Verbindung mit Wasserkrisen. Wir haben es also hier mit den wasserbezogenen Krisen, die dann eben auch mit Dürre und vor allem mit Klimaanpassung mit einem offensichtlich sehr ernsthaften Problem zu tun und wir sind gut beraten, uns damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Wie kann das sein? Wir haben von den Hübner schon gehört, Deutschland ist ein wasserreiches Land, das gilt auch für den Globus und dieses Bild mag das verdeutlichen. Nämlich der Globus, der blaue Planet, den wir alle kennen. Und hier sind, wenn man genau hinschaut, drei Tropfen zu erkennen. Dieser große blaue Tropfen, das sind maßstabsgerecht alle Wasserressourcen der Welt. Also der Ozeane, des Süßwassers, der Poolkappen und so weiter. Dieser kleine blaue Tropfen hier, das ist alles Süßwasser, das wir haben. Und der noch kleinere Tropfen, der hier über Georgia in den USA hängt und kaum zu sehen ist, das ist unser nutzbares Süßwasser, das wir tatsächlich so zur Verfügung haben. Und das resultiert und ist im Grunde genommen sagt dann dieses in der Kopfzeile zu sehende Zitat, nämlich Wasser überall Wasser, aber kein Tropfen zu trinken, der Reim eines alten Seefahrers, um was es geht. Der Grund ist, die überwiegenden Wasserressourcen, die wir auf der Welt haben, sind Salzwasser. Das ist der linke große Kubus auf diesem Bild, nämlich 97% sind Salzwasser und nur ein kleiner Teil, dieser obere kleine rechte Teil, ist das Süßwasser. Und von diesem Süßwasser wiederum ist der größte Teil in den Polkappen und im Eisschild Grönlands gefangen oder sogar tiefes Grundwasser, sodass wiederum nur ein kleiner Teil davon tatsächlich uns als Süßwasser entgegentritt in Flüssen, in Lebewesen, wie den Pflanzen in der Atmosphäre als Wasserdampf, als Bodenfeuchte oder eben als Grundwasser. Und das ist der Grund, warum wir selbst auf einem Wasser, auf einem blauen Planeten, wir insgesamt weltweit auch gut beraten sind, die Endlichkeit der Wasserressourcen zu erkennen und diese als solche zu verstehen. Jetzt ist es so, dass der Wasser und das Wasser und diese Blöcke, die ich gerade gezeigt habe, also diese großen Wassertanks, nicht statisch sind, sondern wir haben es mit einem Wasserkreislauf zu tun. Was meine ich damit? Wasser ist ja ständig in Bewegung. Wir kennen alle den Wasserkreislauf, der durch den Niederschlag erstmal getrieben wird. Wasser regnet nieder, das ist dieser blaue Punkt. Und dann gibt es zwei Aufteilungspunkte, denn der Niederschlag, der auf die Erde fällt, teilt sich. In einen Teil, der erstmal, wenn es regnet, das kennen wir alle, den Oberfläche befeuchtet und ein Teil, der oberflächlich abfließt, also direkt in dem nächsten Bach oder Fluss landet oder in der Kanalisation in den Städten und in einen Teil, der versickert, wenn er es denn kann und damit seinen Weg über den Boden in das tiefere Erdreich nimmt. Und dieser Weg führt in einen zweiten oder zu einem zweiten Aufteilungspunkt,
nämlich er bildet Bodenfeuchte, wird hier festgehalten im Boden, kann dann von den Pflanzen genutzt werden. Das können krautige Pflanzen sein, in den oberen wenigen Zentimetern oder tiefer eben die Bäume, die tiefer wurzeln. Und dann das Wasser, das von den Pflanzen nicht genutzt wird, geht dann eben seinen Weg in Richtung Grundwasserneubildung. Das sind diese beiden Aufteilungspunkte, die wir haben. Und weil das so ist, gibt es diesen paradoxen Begriff des grünen Wasserflusses. Das ist alles das, was die Pflanzen verwenden und dann über ihre Blätter verdunsten. Deswegen spricht man hier von einem grünen Wasserfluss. Und die anderen Wege, die ich beschrieben habe, bezeichnet man als blauer Wasserfluss. Und die treiben wie Pumpen diesen gesamten Wasserkreislauf an und haben dann auch mit solchen Zahlen zu tun, auf die wir noch zurückkommen, wie viel des Wassers kann denn wo und an welcher Stelle wie genutzt werden. Und damit komme ich zur Wassernutzung und jetzt kommen wir nach Deutschland. Wir haben gerade schon diese Zahl gehört, diese 188 Milliarden Kubikmeter Wasser, das ist der langfristige Durchschnitt, den wir haben. Und von diesem Wasser nutzen wir rund 24 Milliarden Kubikmeter pro Wasser pro Jahr. Das entspricht ungefähr 13% dieser 188 Milliarden Kubikmeter. Und daran sieht man, ja, wir sind ein wasserreiches Land und wir nutzen sogar nur einen relativ geringen Anteil dieses eigentlich insgesamt zur Verfügung stehenden Wassers. Natürlich schwankt diese Zahl dieses langjährigen Durchschnitts von 188 Milliarden Kubikmeter. 2018, in dem uns alle in Erinnerung stehenden Trockenjahr, sind es beispielsweise nur 119 Milliarden Kubikmeter gewesen. Wofür nutzen wir es? Der größte Wasserverbraucher-Nutzer bei uns ist die Energieversorgung. Das ist dieser große gelbe Ring auf der linken Seite. Das ist Kühlwasser für die thermischen Kraftwerke, die wir haben. Danach sind etwa gleichrangig Bergbau und verarbeitendes Gewerbe und die öffentliche Wasserversorgung, also unser Trinkwasser. Und die landwirtschaftliche Beregnung spielt in Deutschland zurzeit noch eine nachgeordnete Rolle in dieser Wasserbilanz. Was heißt das? Diese linke Karte zeigt etwas, was als Wasserstress analysiert wird oder beschrieben wird. Und das ist, dafür benutzt man einen Index, den sogenannten Wassernutzungsindex oder English Water Exploitation Index. Das ist der prozentuale Anteil eben genau dieser Menge, die wir oder die ein Land, die in einem Flussgebiet bezogen auf das zur Verfügung stehende Wasser genutzt wird. Und diese Zahl von 13% bedeutet oder entspricht im Mittel einem noch geringen Wassernutzungsgrad. 20% wie im Trockenjahr ist genau der Übergang zwischen einem geringen und hohen Wasserstress aufgrund dieser Diskrepanz. Und wenn es über 40% liegen würde, und das erreichen ja viele Länder der Welt schon, auch viele Regionen der Welt, würden wir von einem starken Wasserstress sprechen. Das zur Einordnung. Wenn wir jetzt auf diesen Teil gucken, der ja uns alle besonders interessiert, die öffentliche Wasserversorgung und die Trinkwassergewinnung in Deutschland, also diese 5 Milliarden Kubikmeter rund, die etwa diesen 20% des jährlich genutzten Wasserdargebots entsprechen, dann sehen wir hier einen großen roten Anteil, das ist Grundwasser. 2/3 unseres Wassers für die öffentliche Wasserversorgung beziehen wir auf Grundwasser, also das Rohwasser, das dort gewonnen wird. Ein auch sehr großer Anteil von rund 12% stammt aus Seen und Talsperren und ein auch noch hoher Anteil ist angereichertes Grundwasser und dann kommen noch Uferfiltrat und andere Quellen wie Quellwasser hinzu. Wenn wir diese als Mittelwert, also als sozusagen Summe für Deutschland sehen, ist ganz wichtig erkennen, und das weiß jeder vermutlich aus seinem Umfeld und jeder aus ihrem Umfeld, dann sind diese Wasserressourcen, die Grundwasserressourcen in Deutschland räumlich nicht gleich verteilt. Diese Karte zeigt, um was es geht. Die flächigen Einfärbungen zeigen die Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen, die wir haben. Da fallen sofort bestimmte Regionen, der ganze nordwestdeutsche, nordostdeutsche Raum ins Auge. Es fallen der Oberrheingraben fällt ins Auge. Es fällt das Voralpengebiet mit der Donau ins Auge. Das sind die großen ergiebigen Grundwasservorkommen, die wir in Deutschland haben. Die Punkte, die auf der Grafik zu sehen sind, diese dunkelblauen Punkte, das sind die Gewinnungsgebiete der öffentlichen Wasserversorgung.
je dicker, je dunkler, desto größer diese Entnahmen. Und die roten Kreise sind die Talsperren, die genau in den Gebieten vorkommen, und das ist auch nicht überraschend, in denen das Grundwasser eben nicht so mächtig ist und andere Quellen gebraucht werden, um zur Trinkwasserversorgung beizutragen. Also, wenn wir die Frage diskutieren über Wasserknappheit und Anpassung, wird auch deutlich, das ist nicht überall gleich aufgrund eben dieses naturgegeben unterschiedlichen Wasserdargebotes, das wir haben. Und das hat Konsequenzen, weil wenn wir uns in Deutschland angucken, woher kommt denn das Wasser, das wir regional nutzen, dann zeigt diese Karte, die Kollegen erarbeitet haben, und das ist die Farbe, das Verhältnis des Wasserdargebotes, das also genutzt werden kann regional, und die Menge, die genutzt wird. Und das zeigt für die gelben und orangenen Gebiete, dass in diesen Gebieten, in diesen Regionen, mehr Wasser genutzt wird, als dort selbst neu gebildet wird. Und in den grünen und dunklen Gebieten sind es im Grunde genommen Gebiete, die entsprechende Überschüsse oder Reserven haben. Und das hat zur Folge, dass in Deutschland im Zuge der Wirtschaftsentwicklung, vor allen Dingen in den letzten 120, 130, 140 Jahren, Fernwasserversorgungen gebaut sind. Und man sieht, das sind die roten Linien, wo die liegen. Auffällig ist der Bodensee, der im Norden den gesamten Stuttgarter Raum versorgt. Wir haben München, das aus dem Mangfallgebirge versorgt wird. Wir sehen das Ruhrgebiet. Wir sehen aber auch den Harz, der Wasser über Hannover bis hin hoch nach Bremen liefert. Und wir sehen die Fernwasserversorgung in Sachsen zum Beispiel, um die wichtigsten Punkte zu nennen. Das heißt, wir haben schon heute Wassertransfers, große Infrastrukturen, Leitungen in Deutschland, in denen Wasser schon über große Regionen transportiert wird, um regionalen Wasserbedarf zu bedienen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir später sicherlich noch kommen, nämlich die Frage, wann wird wo welches Wasser knapp oder kann es knapp werden unter Extremereignissen. Die Grundwassermengen sind oder die Wassermengen sind sozusagen die eine Seite der Medaille, wenn es darum geht, welches Wasser können wir für welche Zwecke wo nutzen. Die zweite Sache und die zweite Seite der Medaille ist aber auch die Wasserqualität. Die Karte links hatte ich gerade erläutert und die Karte rechts zeigt jetzt, wie es um die Belastung des Grundwassers steht. Und diese Karte hat viele Punkte und viele Farben. Die Punkte oder jeder Punkt ist ein Punkt im EU-Messnetz für Nitrat, in dem aus dem Grundwasser Wasser entnommen wird und auf seinen Nitratgehalt gemessen wird. Und die Farbe zeigt den Grad der Belastung. Und grün, hellgrün und dunkelgrün sind nicht oder mäßig belastete Grundwasserproben, während die anderen, die gelben und insbesondere die roten, deutliche bis starke Belastungen aufzeigen. Wir sehen, dass die Punkte sich verteilen, aber auch häufig sind. Und zwar haben wir etwa 17% der Messstellen in diesem Messnetz, die deutlich mit Nitrat belastet werden und etwa dieselbe Größenordnung, etwas mehr 18%, die stark mit Nitrat belastet sind, wo das Wasser, selbst wenn es vorhanden ist, nicht ohne weiteres oder gar nicht mehr für Nutzung wie zum Beispiel die Trinkwasserversorgung zur Verfügung steht. Das heißt, und gerade wissenschaftlich müssen wir uns auch diese Frage immer im Zusammenhang stellen und das tun letztlich auch Wasserversorgungsunternehmen und andere Institutionen, da kommen wir sicherlich noch drauf. Wenn wir dieses Messnetz extrapolieren auf die Fläche, also von den Punktmessungen, die ich in so einem Grundwasserbohrung habe, auf diese großen zusammenhängenden Grundwasserkörper, dann sind ungefähr zur Zeit, und das waren sie 2009 schon, das sind sie 2015 gewesen und das sind sie heute noch genauso, weil das Grundwasser nur sehr langsam auf Veränderungen der Belastung reagiert, sind 25% der Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand. Diese Zahl ist erheblich, sie ist sehr viel größer als die Zahl der Grundwasserkörper, in denen wir es mit mengenmäßigen Defiziten in Deutschland derzeit zu tun haben. Der Grund sind Nitrat und Pestizide und die zeigen ganz deutlich auf den Verursacherbereich Landwirtschaft an dieser Stelle. Und was besorgniserregend ist, und das gehört auch mit dazu, wenn wir über Klimawandel diskutieren und reden, dann ist das ja oft nach vorne gerichtet. Wir projizieren
den Klimawandel darauf, was uns in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten bevorsteht. Das ist das eine, dass sich Klima, damit Niederschläge und Temperatur ändern. Aber es ändern sich eben auch die Belastungen. Und diese Grafik zeigt nochmal nach den aktuellen Erhebungen, wie ist es denn um die Trends dieser Wasserqualität bestellt. Und da ist es so, dass in vielen Stellen dieser Trend konstant ist. An den Belastungen ändert sich wenig. Wir haben nur in 4% durch verschiedene Maßnahmen es erreicht, dass eine Trendumkehr im Grundwasser eingesetzt hat durch im Wesentlichen geänderte Düngung, Düngepraxis in der Landwirtschaft. Und in 23% dieser mit Nitrat belasteten Grundwasserkörper steigt diese Belastung sogar noch an. Das heißt, auch hier haben wir es mit Trends zu tun, die in einer erheblichen Anteil von Grundwasserkörpern in keine positive Richtung zeigen und wie es hier in dem Sinne auch mit einer Wasserqualitätskrise zu tun haben. Jetzt kommen wir zu den Wasserextremen, hydrologische extreme Ereignisse. Wie ist das denn eigentlich und haben wir es denn tatsächlich und womit haben wir es denn in Deutschland eigentlich tatsächlich zu tun? Und hier, das lehrt uns ja auch die Pandemie im Moment, ist es schon auch immer gut und angezeigt, den Blick etwas zu weiten. Und nicht nur auf die aktuelle Woche, sondern auch auf die zurückliegenden Monate, Jahre zu tun, um zu gucken, um eine sozusagen realistische Einschätzung für das zu haben, was in Zukunft kommt. Was heißt das fürs Wasser? Wir haben lernen müssen, dass wir mit Hochwasser zu tun bekommen. Die Elbe-Hochwasser 2002, mögen vielleicht viele erinnern, war ein sogenanntes Jahrhundert auch Hochwasser, das dann 2006, 2010, 2013 nochmal von ähnlichen Ereignissen wiederholt wurde, die wir hier an dem Luftbild der Dresdner Innenstadt mit den Zwinger Frauenkirche und Semperoper sehen. Und denen folgten an der Elbe, und das ist wiederum das Dresdner Panorama, das Jahr 2003. Auf dieses extreme Hochwasserjahr folgte ein Niedrigwasserjahr, das ebenfalls eine Wiederkehrzeit von ungefähr statistisch aus der Vergangenheit von ungefähr 100 Jahren hatte. Das war dann noch extremer 2015 und dann kamen 18, 19, 20. Und diese Jahre sind, was das Ausmaß der Dürre angeht, jetzt rein statistisch betrachtet nicht ungewöhnlich, aber dass 3 Jahre hintereinander folgen, ist eine wirklich neue Qualität der Extremereignisse. Und die kann man nur noch von dem Hintergrund eines tatsächlich vorhandenen Klimawandels verstehen und interpretieren. Was heißt das für den Umgang mit Wasser? Das zu viel, zu wenig? Und hier ist mal ein Beispiel die Edertalsperre aus Hessen, weil wir auch in Hessen sind. Und diese Grafik zeigt für ein hydrologisches Jahr, das reicht nicht wie das kalendarische Jahr von Januar bis Dezember, sondern von November bis Oktober. Und hier sind Füllstände, das ist also die Höhe, der Füllstand der Talsperre. Und hier ist eine orangene Linie, das ist der Mittelwert zwischen 1914 und 1918. Also 1914 ist die Talsperre gebaut und 2018 endet also diese Zeitreihe. Und wir sehen eine blaue, das ist das Jahr 2018, das hydrologische Jahr, das hier links, also beginnend im November, erst über dieser langjährigen Mittellinie liegt und dann upsala, jetzt ist der Cursor weg, darunter absinkt. Moment, jetzt hängt diese Präsentation. Okay. Was heißt das? Wir haben im Winter nasse Bedingungen, sehr viel Niederschlag, sehr viel Abflüsse, die wir gar nicht alle speichern können, auch wenn wir es wollten, weil wir Hochwasserschutzraum festhalten können. Also man kann kurz sagen, eigentlich zu viel Wasser im Winter als das, was wir speichern können. Wir haben diese extrem trockenen Sommer. Und auch mit dem nassen Winter können wir auch das Meer, das uns der Klimawandel im Winter eigentlich an Niederschlägen beschert, gar nicht nutzen. Wir haben die trockenen Sommer. Hier werden hohe Wasserabgaben erforderlich zur Stützung der Schifffahrt in der Weser vor allen Dingen. Und die sind dann so hoch, dass wir weit mehr Wasser abgeben müssen, als dies im langjährigen Erfahrungsschatz sozusagen notwendig war. Und am Ende ist das Restvolumen, die Talsperre ist leer, die Speicher sind leer gefahren und es kann unter Umständen nicht mal mehr genug Wasser abgegeben werden, damit die unterliegenden Fließgewässer die ökologisch notwendigen Mindestabflüsse haben. Und hier geht es um große Mengen, denn die
Wasserstandsschwankungen, zum Beispiel an der Edertalsperre, sind 27 Meter, was andeutet, wie erheblich das ist. Auch hier ist es so, dass die Wassermengenseite das eine ist. Dieses Bild zeigt den Edersee aus einem Flugzeug aufgenommen von Herrn Gerd Meitzel aus der Region, wie der Edersee im Spätsommer 2018 nach dem Trockenjahr aussah. Er ist giftgrün und das ist er im wahrsten Sinne des Wortes, weil diese Grünfärbung von Cyanobakterien kommt, die auch giftige Stoffe ins Wasser abgeben, die ganze Wasserqualität in See zum Umkippen bringen können und hier Massenentwicklungen gezeigt haben. Und 2018 war es so, die Frage, warum kommen denn jetzt auch noch plötzlich Algenblüten, die man vorher nie gesehen hat? Denn diese Cyanobakterienblüten waren in diesem Ausmaß, in dieser Dimension 2018 das erste Mal da und sie sind seither in immer größerer Ausbreitung zu beobachten. Diese Cyanobakterien fühlen sich dann wohl, wenn sie Wärme haben, wenn sie viel Licht haben, also Sonneneinstrahlung, genug Nährstoffe da sind und keine Fressfeinde. Und das sind sozusagen, für die Cyanobakterien ist das so der perfekte Sturm, in den die wachsen. Und genau das wird jetzt durch diese Konstellation und dieses Zusammenspiel von Hitzewellen und niedrigem Wasser, also hydrologische Extreme plus Hitzewelle, gefördert. Und das ist nicht nur am Edersee so, das ist dieser Kreis, der jetzt zeigt, sondern das war in ganz Deutschland so 2018. Wir haben vom UFZ Analysen gemacht aus Fernerkundungen, Satellitendaten, wo denn überall Cyanobakterien im Spätsommer 2018 aufgetreten sind. Das sind diese violetten und orangen Säulen, die zeigen die Intensität und wo das aufgetreten ist. Und wir sehen, dass das ein Phänomen ist, mit dem wir es plötzlich in diesem Ausmaß in einer neuen Dimension und in Größenordnung zu tun haben und wir es mit einem deutschlandweiten Problem an dieser Stelle zu tun haben. Wenn sich diese Veränderungen jetzt so zeigen, stellt sich die Frage, und die ist auch, an vielen Stellen gestellt worden, einschließlich, ich zitiere es hier anhand des Wirtschaftsreports der Süddeutschen Zeitung, nämlich die Frage, droht uns so etwas wie im Edersee zukünftig häufiger? Ist es so, dass wir mit Jahren wie 2018, 19, 20 in Zukunft eher als Normaljahre, mehr denn als Normaljahre als an Durchschnittsjahren rechnen müssen? Und stecken wir oder bewegen wir uns durch diesen Klimawandel, durch die Zunahme der Extreme auf etwas zu, was man als Wasserfalle bezeichnen könnte? Und welche Nutzungen sind denn dann betroffen? Und das lässt mich jetzt auf die Nutzungen kommen. Und von Mehrfachnutzungen des Wassers war schon die Rede. Deswegen gibt es diesen sperrigen Begriff des integrierten Wassermanagements, also der Ordnung der Mehrfachnutzung unserer Wasserressourcen. Und der Blick auf den Edersee, so sah der 1920 aus einer Postkarte, hatte eigentlich drei Zwecke. Nämlich die Binnenschifffahrt im Wesereinzugsgebiet zu sichern, Hochwasserschutz zu unterstützen und Wasserkraft zu gewinnen. Und das sind die wesentlichen Gründe, warum der eigentlich mal gebaut worden ist. Und wenn wir uns den Edersee heute angucken, dann sieht er ja noch genauso aus. Aber wir haben es eben, und wir haben auch noch dieselben Nutzungen. Es ist immer noch dasselbe Nutzungsregime im Grunde genommen mit kleinen Modifikationen, die Binnenschifffahrt, Hochwasserschutz und die Wasserkraft betreffen, die erweitert worden sind, die justiert worden sind, aber es sind auch und damit sind Nutzungen hinzugekommen, die auch unter den Bedingungen, die wir heute haben, so leidlich erfüllt werden. Aber es sind neue Nutzungen hinzugekommen. Der Nationalpark Kellerwald mit der ganzen Regionalentwicklung, Freizeitnutzung immer intensiver, jetzt erst recht in solchen Zeiten wie der Pandemie, aber auch schon deutlich vorher. Und wir müssen ökologische Abflüsse, wir müssen ökologische Ziele, europäische Umweltziele erreichen und auch der Naturschutz, die Biodiversitätskrise, die viele vielleicht im Auge haben, spielt auch eine Rolle. Und die sind hinzugekommen. Und da muss man leider sagen, dass diese Ziele nicht erreicht werden und nicht in einer Weise justiert sind im Moment, dass sie auf optimale Weise erreicht werden können und das noch unter den Bedingungen des Klimawandels und der Klimaextreme. Also hier steckt die Herausforderung und die zeigt schon, um was es geht. Das vorhandene Wasser, die vorhandenen Infrastrukturen in angepasster Art und Weise nutzen, damit uns nicht so etwas wie
der Edersee in Zukunft, den wir im 2018 gesehen haben und den niemand wollen sollte, in Zukunft zu einem Normalzustand wird. Und das gilt auch für die Fließgewässer, denn diese Karte, die Kollegen am UFZ erarbeitet haben, die zeigen für die Klimaszenarien der Erhöhung der mittleren Temperaturen um 1,5, 2 und 3 Grad, also um das Paris-Ziel herum, die Paris-Konvention, die relative Änderung der Abflüsse. Und wir sehen, dass wir es mit erheblichen Zunahmen, vor allen Dingen, wenn es in Richtung 3 Grad geht, was vermutlich eine realistische Entwicklung ist, weil wir 1,5 Grad kaum noch erreichen können, wie es mit entsprechenden Zunahmen und viel mehr Niedrigwassersituationen in der Zukunft auch in den Flüssen zu tun bekommen und nicht nur in bewirtschafteten Speicherräumen wie den Talsperren, sondern auch in den natürlichen Flüssen. Und das hat erhebliche Konsequenzen. Diese Karte zeigt die Bundeswasserstraßen in Deutschland und zwar gewichtet nach ihrer Verkehrsdichte. Und da fällt der Rhein auf. Der Rhein ist eben entsprechend bedeutsam. Vieles der Wirtschaft hängt in den Regionen hängt an diesem Fluss. Und demgegenüber sind dann Mittellandkanal zu sehen, noch die Donau zu sehen. Und die großen Flüsse, die wir erwarten würden, wie die Elbe, sind vergleichsweise weniger von Bedeutung. Das hat viele Konsequenzen, über die wir vielleicht nachher noch diskutieren können. Aber was wir lernen mussten, ist, dass dieser Wandel für die Binnenschifffahrt erheblich ist, weil 2018, 19, 20 mussten die Nutzfrachten reduziert werden, die Frachtschifffahrt musste zum Teil eingestellt werden, es hat Verteuerungen der Güter gegeben, aber vor allen Dingen Lieferengpässe am Rhein und im Rheineinzugsgebiet für Grundstoffe der chemischen Industrie, für Erdöl, Benzin und Heizöl. Und 2018 im Spätsommer war es sogar so, dass die Bundesregierung die strategische Ölreserve freigegeben hat, um die am Oberrhein die Kalamitäten zu beherrschen. Wir sehen also, dass wir da sozusagen auf einem schmalen Grat gewandelt sind. Und mit diesen Niedrigwassern, und das zeigt die Karte links, sind dann, wenn Hitze hinzukommt, auch Wasserqualitätsveränderungen gegeben. Ich nehme nur hier die Wassertemperatur als Beispiel. Die Gewässer sind warm geworden und zwar flächendeckend sehr warm. Das mögen wir vielleicht gerne, wenn wir schwimmen gehen wollen. Aber für die Energiewirtschaft ist das ein erhebliches Problem. Wir haben es mit der Drosselung von Kraftwerken 2018, sowohl Kohlekraftwerken als auch Kernkraftwerken an der Weser zum Beispiel zu tun gehabt, in noch sehr viel stärkerem Maße in Frankreich und der Schweiz. Und wir haben Analysen gemacht bundesweit über Schäden, die verborgener sind, die ökologischen Schäden. Aber selbst im Jahr 2018 hat es in den Fließgewässern mehr als 100 größere Fischsterben gegeben als vielleicht sichtbarster Indikator von Auswirkungen, die sicherlich viel mehr der Biodiversität in den Flüssen betroffen haben und deren Auswirkungen wir erst nach und nach jetzt beobachten können und tatsächlich sehen, vor allen Dingen, wenn man dann genauer nachschaut. Und wenn wir jetzt den Weg rückwärts gehen des Wassers, also diesen blauen Wasserfluss rückwärts aus den Flüssen in den Boden, an den zweiten Aufteilungspunkt, dann kommen wir zum Thema Bodenfeuchte. Und hier hat das UFZ einen Dürremonitor entwickelt, der 2018, 19, 20, aber auch aktuell immer mehr, also einfach ein gewichtiges Instrument ist, denn es nämlich erlaubt, bundesweit getrennt für den Oberboden, das ist derjenige Boden, der so für landwirtschaftliche Nutzpflanzen, für Gräser, Sträucher sozusagen wichtig ist, weil sie dahin wurzeln, und den tieferen Boden, also mehr in Richtung auch der Bäume, Holzgewächse, diese Bodenfeuchte quantifiziert und diese Farben, die jetzt aufscheinen, zeigen einfach für die Regionen, wie sich vom April 18 über September 18, September 19 bis zum September 20 diese Dürren entwickelt haben. Und sie zeigen, dass wir, was das Thema Boden und Bodenfeuchte angeht, mit unterschiedlichen regionalen Ausprägungen, aber im Grunde genommen ganz klar, es mit erheblichen Dürren zu tun hatten in diesen Jahren, die natürlich auch entsprechende Konsequenzen haben. Und das sind Ausmaße der Veränderungen der Bodenfeuchte, die in diesen Dimensionen, gerade auch in den drei aufeinanderfolgenden Jahren, auch in dieser flächenhaften Ausdehnung so bisher nicht bekannt waren. Und die haben eine Reihe von natürlich nachteiligen Folgen, offensichtlich für die Landwirtschaft, diese
Karten zeigen den Zusammenhang zwischen den oder das Überlagern dieser Dürreinformationen mit den Ernteerträgen und dem Rückgang der Ernteerträge, der Ernteverluste zwischen 10% und 20% zum Beispiel beim Winterweizen. Und wir sehen, wie eng das korreliert. Und die rechte Karte zeigt nochmal für Europa, dass wir hier in Deutschland davon betroffen sind, aber auch andere Regionen in Europa, die auch Kornkammern sind und deswegen wir nicht darauf zählen können, ohne weiteres, dass Ernteverluste, die uns hier in solchen Jahren vor der Haustür passieren, ohne weiteres durch vielleicht höhere Ernten, kompensierende Ernten an anderer Stelle aufgefangen werden können. Also hier ist ein Thema gegeben, das extrem wichtig ist in diesem Zusammenhang, den wir heute hier zum Thema haben. Und was viele von uns sicherlich auch vor Augen haben, sind die sichtbaren Schäden in der Wald- und Forstwirtschaft. Wir haben es hier zu tun mit einer nicht nur sozusagen einfachen monokausalen Wirkungskette, sondern hier kommen mehrere Dinge zusammen. Stürme, die Totholz erzeugen, in denen der Borkenkäfer, der hier zu sehen ist, dann potenzielle Brutbäume findet, der dann, wenn dann die Temperaturbedingungen günstig sind, die milden Winter hinzukommen und dann noch die Bodenfeuchtigkeit plötzlich mehrere Generationen pro Jahr entwickeln kann mit den Schäden, die das Bild hier für den Harz zeigt. Aber es kommen weitere Kalamitäten wie Pilzbefall an Nutzbäumen und so weiter dazu. Die betroffenen Waldflächen sind erheblich in Deutschland, 277.000 Hektar. Mit großen Mengen an Schadholz, die bewältigt werden müssen. Das hat ökonomische Konsequenzen, aber auch für die Holzwirtschaft. Und es sind nicht nur die abgestorbenen Bäume, sondern wenn man den jüngsten Baumzustandsbericht in Deutschland nimmt, dann und diesen Indikator der lichten Kronen, die vielleicht auch der ein oder andere vor Augen haben mag, so hat dieser Bericht ergeben, dass nur noch 20% der Bäume gesund sind. Und dass sie nicht gesund sind, hat im Wesentlichen mit dem Wasserstress zu tun, die Bäume auf Standorten erleiden müssen, wo sie vielleicht 60, 70, 80 Jahre gewachsen sind und jetzt plötzlich in solche Verhältnisse kommen. Und es ist noch nicht klar, welche Wirkung hier die zusätzliche Dürre 2020 hatte. Also die Auswirkungen in der Forst- und Waldwirtschaft sind erheblich und plötzlich tut sich dort eine Riesenherausforderung auf, des Waldumbaus, der Waldanpassung in eine sich ändernde klimatische Zukunft. Und damit bin ich bei der Herausforderung, die die Wasserwirtschaft hat, aber auch die Zivilgesellschaft oder die weitere Gesellschaft und auch die weiteren ökonomischen Sektoren, die angesprochen waren. Klimaanpassung ist sicherlich eine Krise, mit der wir uns auseinandersetzen können, aber ich glaube, es ist schon deutlich geworden und auch angedeutet worden, dass die Klimaanpassung auch eine große Chance ist für Innovation. Und sie kann auch gelöst werden, indem wir den Umgang mit Wasser neu ordnen, einschließlich der Nutzungsprioritäten. Und es ist klar, Klimawandel und Klimaextreme, stärkere Klimaextreme sind eine Realität, mit der genauso wenig zu verhandeln ist, wie mit dem Coronavirus, wenn man so will, und um diese Analogie herzustellen. Es ist völlig klar, dass das naturgesetzlichen Ketten folgt und daran sind wir beteiligt. Ich habe hoffentlich deutlich gemacht, welche Nutzungen davon betroffen sind. Und es sind immer Mehrfachnutzungen, die davon betroffen sind, die Landwirtschaft, die Binnenschifffahrt, die Energiewirtschaft und auch die Biodiversität. Auch da könnte man noch sagen, aus dem einen oder anderen Blickwinkel, naja, das kriegen wir, das ist vielleicht schon irgendwie möglich, aber es geht eben auch um unser Lebensmittel Nummer eins und das ist das Trinkwasser. Und das ist nicht substituierbar und deswegen sind wir auch aus Gründen unserer eigenen Daseinsvorsorge bestens beraten, dieses Thema wirklich ernst zu nehmen und die notwendigen Schlussfolgerungen und vor allen Dingen Handlungen für die Zukunft zu ergreifen. Und welche sind das? Es war davon die Rede, es geht um ein neues, umfassendes Wassermanagement, das Gesamtbild sozusagen in den Blick nimmt. Das ist eine komplexe Aufgabe, das ist aber bei Corona auch nicht anders. Und diese wird notwendig. Und hier geht es um Innovationen, um Innovationsfähigkeit,
gewohnt ist, auf den Prüfstand zu stellen und neue Wege zu gehen. Und das betrifft eine ganze Reihe von Punkten, die ich auch, über die wir vielleicht noch reden können und auch die, über die wir diskutieren können. Es ist völlig klar, dass wir in Zukunft weniger erneuerbare und nutzbare Wasserressourcen auch in Deutschland zur Verfügung haben werden. Und wir haben es noch sehr viel mehr als mit den Gesamtmengen, mit kritischen Zeitfenstern zu tun. Ich hoffe, dass ich das nachvollziehbar darstellen konnte. Der Wasserstress, die Wasserknappheit ist dabei nicht nur ein Mengen-, sondern ganz, ganz klar auch ein Wasserqualitätsproblem und gleichermaßen ernst zu nehmen. Das Wasser in urbanen Räumen, ich habe es gestreift mit dem Trinkwasser, aber es wird auch immer bedeutender, wenn wir Hitzewellen, an Hitzewellen und Überflutungen und urbane Räume als besondere Hitzeinseln, gerade in Perioden von Hitzewellen sprechen, die vielleicht im Stadtpark oder im Wald, im Taunus hier noch gut zu ertragen sind, aber hier am Römerberg eben nicht. Und ganz klar ist, dass der Wasserbedarf in der Landwirtschaft sich erheblich ändern wird. Er wird in vielen Bereichen steigern, was zwangsläufig zu neuen Nutzungskonkurrenzen führt, die nicht geregelt sind, die aber geregelt werden müssen. Die Biodiversität ist wichtig, wenn wir unsere Erkenntnisse, auch das, was hier gerade ja auch ein Vortrag war, hier in der Akademie, zum Thema Biodiversität. Wir werden auch, was die Biodiversitätskrise angeht, sehr eng an die Gewässer denken müssen, weil die Süßgewässer überproportional an der Biodiversität sind, besonders artenreiche Lebensräume im Bereich, im Vergleich zu vielen terrestrischen Lebensräumen. Und wir sind deshalb gut beraten, sie auch unter diesem Gesichtspunkt in den Blick zu nehmen. Und hier geht es um naturnahe Bäche und Flüsse, von denen wir in Deutschland nur noch sehr, sehr wenige haben. Und wir wissen, dass zurzeit nur ganze 10% unserer Fließgewässer, Bäche und Flüsse in einem guten ökologischen Zustand sind. Und wir in den letzten Jahren auch nicht wesentlich weitergekommen sind, dieses zu verbessern. Und schließlich geht es um Anpassung. Land- und Forstwirtschaft sind angesprochen. Und hier geht es um neue Wälder. Es geht um Änderung der Kulturmethoden und insgesamt sicherlich darum, die Resilienz dieser Wirtschaftsbereiche gegenüber eines sich ändernden Klimas in Angriff zu nehmen, zu steigern und am Ende zu einer Wirtschaftsweise zu kommen, die diesen geänderten Randbedingungen angepasst ist. Und damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen herzlichen Dank an Dietrich Borchert für diesen Vortrag, der, glaube ich, jeden davon überzeugt hat, dass wir vor einem sehr komplexen Problem stehen und dass die Wasserkrise eine Krise ist, die nicht wegzureden ist. Es wird das, also im Prinzip, man sitzt jetzt da, wenn man ihnen gefolgt hat, und gerät leicht in die Situation, dass man sich denkt, mein Gott, wo fängt man jetzt am besten an, um auch so sein Schärflein dazu beizutragen, etwas gegen diese Wasserkrise zu tun, etwas für den nachhaltigeren, für den bewussteren Umgang mit Wasser zu tun. Insofern werden Sie sicherlich zu Hause an den Endgeräten auch eine ganze Menge Möglichkeit haben, spezifisch Ihre Fragen uns jetzt im weiteren Verlauf des Abends zu übermitteln. Ich möchte zunächst ein, zwei nochmal allgemeine Aspekte mit Ihnen zusammen vertiefen, Herr Professor Borchert, bevor wir in diesen praktischen Ansatz, in diesen Alltagsansatz hineingehen. Erste Frage, Sie hatten gesagt, dass die Wasserressourcen endlich seien. Und ist das tatsächlich so, dass das Wasser verschwinden kann? Oder verändert sich der eben so von Ihnen angesprochene Wasserkreislauf in Anführungszeichen nur so, dass wir hinterher von dem Wasser nicht mehr so viel haben, wir Menschen? Wenn ich sage, dass diese Wasserressourcen endlich sind, dann bezieht sich das darauf, dass wir unter Umständen in Gegenden leben, die uns nicht so viel Wasser zur Verfügung stellen, wie wir vielleicht gerne hätten. Zum Beispiel, das denken Sie an Industrieansiedlungen, die heute diskutiert werden. Das sind also Beispiele. Oder wenn wir an das Wachstum von Städten denken, das immer daran gebunden ist, ist denn genug Wasser dafür da, um ein sehr viel mehr an Menschen, an Industrie, an Wirtschaftstätigkeit zu gewinnen. Also, und es ist völlig klar, dass das
nicht unbedingt vor Ort vorhanden war. Und der zweite Punkt, der mit Endlichkeit aus meiner Perspektive zu tun hat, ist das Thema Wasserqualität. Ich kann Wasser so stark verschmutzen, dass ich es über sehr lange Zeit oder aber auch nur mit sehr großem Aufwand überhaupt reinigen kann, um es zum Beispiel als Trinkwasser oder für andere Zwecke zu nutzen. Also insofern kann das natürlich so sein, aber wir können auch als Menschen dafür sorgen, dass Wasser eine endliche Ressource ist, auch wenn es sich im Wasserkreislauf immer wieder erneuert. Jetzt steckt ja allein schon in dieser vertiefenden Erläuterung eine ganze Menge von Änderungspotenzial drin. Man bekommt das Bild von besonderen neuen Wasseraufbereitungsanlagen möglicherweise bis hin zu Themen wie Meerwasserentsalzung, wenn man ihr Resümee der Verteilung der Wasservorräte im Blick behält. Man mag aber auch daran denken, dass vielleicht der Klimawandel und auch die Wasserkrise nicht an allen Orten der Welt in der identischen Art und Weise zuschlagen wird. Es gab jetzt diesen Monat gerade eine Studie, an der unter anderem die ETH Zürich und die Frankfurter Goethe-Universität beteiligt waren. Da wurden Messdaten von über 7000 Flussmessstationen ausgewertet. Man hat Computermodellierungen angewendet und nicht nur, dass man damit auf einer großen Datenbasis mal jetzt belegen konnte, endlich, dass der Klimawandel tatsächlich auf diese Abflussmengen der Flüsse, um die es da ging, eine Auswirkung hat, hat man auch gezeigt, können, dass also der Klimawandel und die Wasserknappheit im Mittelmeerraum zum Beispiel ganz andere Dimensionen annimmt als in Skandinavien. In Skandinavien wird es feuchter, im Mittelmeerraum eher trockener. Das heißt letzten Endes auch, dass wir uns auf eine sehr große Verschiebungen auch von unseren zivilisatorischen Zentren gefasst machen müssen. Das müssen wir und diese Studie zeigt das sehr schön. Aber in dem Zusammenhang möchte ich zwei Punkte ansprechen. Wenn wir unseren individuellen Wasserverbrauch nehmen, sind wir in Deutschland schon viel besser geworden über die letzten Jahrzehnte. Wir verbrauchen heute pro Kopf, jeder von uns jeden Tag, stellen die kommunalen Wasserversorger im bundesdeutschen Mittel rund 120 Liter Wasser pro Einwohner und Tag zur Verfügung. Das ist das, was wir gebrauchen. Das waren vor 30 Jahren 160 Liter. Also wir sind schon auch als Verbraucher sehr viel besser geworden. Wir haben wassersparende Waschmaschinen, wir haben wassersparende Duschköpfe. Das ist messbar und das hat schon in Deutschland zu einem erheblichen Gebrauch geführt und zeigt auch, wie viel wir als Verbraucher, als einzelne Verbraucher erreichen können. Und wir sind da in Deutschland schon einen sehr weiten Weg gegangen. Und der zweite Punkt, Sie sprachen den Mittelmeerraum an und die Tatsache, dass dort wirklich die Probleme noch sehr viel extremer werden, was das Ausmaß, aber auch die Intensität der Wasserknappheiten angeht. Wir sind es aber gewohnt und wissen auch, dass dort Tomaten angebaut werden, andere landwirtschaftliche Produkte angebaut werden, die wir natürlich auch im Supermarkt kaufen, die definitiv nicht wassernachhaltig produziert worden sind. Das heißt, hier kann ich als Verbraucher mit darüber entscheiden, durch den Kauf oder Nichtkauf solcher Produkte, was dort an nicht nachhaltigen Wassernutzungen gefördert wird oder eben nicht. Jetzt sprechen Sie in dem Zusammenhang gleich von unterschiedliche Aktionsebenen an. Sie haben die heimische Ebene angesprochen, wenn es darum geht, also zum Beispiel, was für einen Duschkopf man verwendet oder was für ein baut man sich eine Brauchwassertonne im Garten auf etc. Wenn es um Themen geht wie zum Beispiel Landwirtschaft im Mittelmeerraum, sind wir gleich auf viel höheren, auch politischen Ebenen. Lässt es sich überhaupt gewichten, ob ein Engagement auf der einen Ebene zielführender ist als auf der anderen? Oder kommt es da tatsächlich darauf an, dass wirklich konsequent alle auf allen Ebenen da an einem Strang ziehen? Eindeutig Letzteres, weil es sind alle Ebenen gefragt, ich hoffe, das ist deutlich geworden, und das Handeln auf allen Ebenen macht Sinn. Und wenn wir die Politik ansprechen, hat das sehr viel damit zu tun, wie werden im europäischen Raum Subventionen gesteuert. Wir reden jetzt in Europa über einen New Green Deal,
also tatsächlich einen ernsthaften Schritt zu machen in Richtung nachhaltigerer Landwirtschaft zum Beispiel, nachhaltigerer Produktionsmethoden. Und ein Teil der Fehlentwicklungen, die ich angedeutet habe, möchte ich keinem einzelnen Landwirt oder landwirtschaftlichen Betrieb zuschieben, sondern das ist ja durch Subventionen auch getrieben. Das heißt, es durch politische Rahmenbedingungen sind Fehlentwicklungen gerade auch in der Landwirtschaft gefördert worden, die wir uns unter diesen Bedingungen, die ich geschildert habe, weder aus Wassermengensicht noch aus Wasserqualitätssicht, aber letztlich auch aus Verbraucherschutzsicht leisten sollten. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv, was diesen New Green Deal der jetzigen EU-Kommission angeht. Aber auch das reicht nicht, wenn wir auf der individuellen Ebene als Verbraucher oder auch wenn am Ende der betroffene landwirtschaftliche Betrieb nicht mitmacht und das auch umsetzt und damit in diese Richtung an demselben Strang zieht. Und deswegen sind wirklich diese verschiedenen und alle verschiedenen diese Ebenen auf ihre eigene Weise, in ihrer eigenen Verantwortung gefordert, hier wasserverträglicher zu agieren. Da kommen wir jetzt ja gleich zu einem, ich sag mal, sehr polytechnischen Herangehen an die Wasserproblematik, nämlich das Fachwissen umzusetzen in eine praktische Handlung. Ich würde das gerne gleich mit Ihnen ein bisschen in ja unterschiedliche Ebenen aufklamüsern und schauen, wie man auf diesen unterschiedlichen Ebenen erfolgreich sein kann. Vielleicht kurz vorneweg noch, Sie haben jetzt den New Green Deal erwähnt, für alle, die das gerade nicht im Vorderhirn parat haben, was hat es mit dem auf sich? Der New Green Deal ist eine Agenda, die die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen ergriffen hat, formuliert hat. Sie ist so etwas wie eine Rahmenagenda, Politikagenda für die Entwicklung der Europäischen Union in den nächsten Jahren. Sie nimmt streng Bezug auf die Paris-Konvention, wenn es um Klimaanpassung geht, aber es gibt eben dann Handlungsbereiche, zu denen das Thema Null-Verschmutzung, Zero Pollution, gehört. Dazu gehört nachhaltige Landwirtschaft von Farm to Fork, also vom Betrieb bis zur Gabel, also Wirkungsketten, auch Handelsketten vor allen Dingen in den Griff nimmt und konsequent danach fragt, handeln wir entlang von Wertschöpfungsketten nachhaltig, auch in der Industrie, und in meinen Augen eine sehr konsequente, handlungsorientierte Interpretation dessen, was notwendig ist, um nachhaltiger unser Handeln, unseren Konsum zu gestalten, unsere Wertschöpfung zu gestalten, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Bleiben wir doch auf der politischen Ebene jetzt für den nächsten Moment. Sie hatten vorhin die Alternativen angegeben, abschwächen oder anpassen, hatten Sie gesagt. Und hatten dann ein paar Minuten später gesagt, naja Gott, von dem 1,5-Grad-Ziel, Paris-Konvention, hatten Sie eben auch gerade angesprochen, können wir uns eigentlich verabschieden. Wir können froh sein, wenn wir ein 3-Grad-Ziel am Ende haben. Wenn man das Ganze so durch den Kopf gehen lässt, macht das einen ja nicht sonderlich optimistisch, dass letzten Endes da politisch noch etwas gerissen werden kann, oder? Wie sehen Sie, wo sehen Sie den geeigneten Weg, dass man zugunsten des Wassers da noch Weichen stellen kann aktuell? Ich habe das bewusst überspitzt, auch mit der Prognose des 3-Grad-Ziels. Was klar ist, ist, dass es ganz wichtig ist, auf beiden Ebenen zu handeln. Wir haben in den letzten Jahren, aber auch vielleicht 2 Jahrzehnten im Klimaschutz sehr stark, und es hat sehr stark dieses Thema Reduzierung von Treibhausgasen im Vordergrund gestanden, was auch richtig ist, was auch gut ist, was am Ende ja auch zu der Klimakonvention von Paris am Ende geführt hat. Aber es ist ganz klar, selbst wenn wir es schaffen, bei 2 Grad zu landen im Mittel, dann sagen uns die besten Modelle, die wir im Moment haben, dass dann Jahre wie 2018, 19, 20 ab vielleicht 2040, 2050 Normaljahre sind. Das heißt, es kommen Dinge auf uns zu, die für im Moment noch die Ausnahme sind, aber es kann sogar noch schlimmer kommen. Also von daher sind wir gut beraten, uns sozusagen, und das steckt ja in diesem Begriff der Resilienz drin, uns widerstandsfähig zu machen, uns vorzubereiten, mit solchen Extremen umzugehen. Wir brauchen bessere Frühwarnsysteme, wir brauchen bessere auch Strategien. Wir müssen vorbereitet sein, ähnlich wie
jetzt mit den Erfahrungen zur Pandemie, was machen wir denn, wenn der Fall kommt, dass wir nochmal drei, vielleicht nochmal extremere Trockenjahre haben? Und das Zweite ist, wir brauchen Langfristanalysen. Ich nehme das Beispiel Trinkwasserleitungen. Wir haben 500.000 Kilometer Trinkwasserleitungen in Deutschland. Und es ist ein Riesennetz. Es ist klar, dass man das nicht in einem Jahr umbauen kann. Man kann das nicht, gerade Infrastrukturen, Kanalnetze, Trinkwasserversorgungssysteme, die langen Leitungen, über die ich gesprochen habe, die kann man nicht mal, oder eine Talsperre, die kann man nicht mal eben neu bauen oder erhöhen oder umbauen. Das ist ein riesiger technischer Aufwand, der Zeit erfordert. Wir wissen alle, wie lange Großprojekte brauchen. Das heißt, wir brauchen auch vor allen Dingen eine Langfristperspektive, die konsequent danach fragt, mal unabhängig davon, was wir an Extremereignissen in einzelnen Jahren haben, wie stellen wir uns denn auf eine andere Klimazukunft ein, die wir zum Teil nicht mehr selbst erleben, aber die in 30, 40, 50 Jahren da sein wird. Und der Klimawandel ist real an der Stelle. Und wo man sich natürlich auch fragt, bringt der Mensch überhaupt die nötige auch Plastizität, Anpassungsplastizität am Ende mit, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden? Ich glaube, dass wir als Menschen und gerade unsere modernen Gesellschaften, wir haben ein Technik-Know-how, wir haben ein Wissenschafts-Know-how, das noch nie so hoch war wie heute. Gerade auch um das, was uns in der Zukunft erwartet. Diese neuen, der Stand der Wissenschaft zum Beispiel in den Klimaprojektionen, in den Analysen, in den Szenarien, ist noch nie so hoch gewesen wie heute. Das heißt, wir wissen eigentlich, und ich glaube auch, ich mache wieder die Analogie zur Covid-Pandemie, wir wissen, wie exakt auch Wissenschaft mit allen Unsicherheiten, aber wir wissen, um die Stärken, die wir mit solchen Modellen haben, um in diesem Fall Pandemie vorherzusagen, vor allen Dingen mit den Unsicherheiten, die damit verbunden sind und die uns sagen, was ist denn sozusagen ein Weg 1, 2 oder 3? Und damit haben wir alles Wissen erstmal, was wir brauchen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Dann kommt der schwierige nächste Schritt des Handelns. Und da lassen Sie uns doch mal jetzt auf die regionale Ebene gehen, hier in Frankfurt. Die Polytechnische Gesellschaft hat sich ja vor über 200 Jahren aus Frankfurter Bürgerkreisen gebildet, um eben etwas für die Stadt zu tun. Und mit den von Ihnen skizzierten fachlichen Hintergründen, was wäre so Ihr erster Beratungsschritt hier für die Stadt Frankfurt? Also fangen wir mal auf einer politischen Ebene an. Wo sehen Sie ja den Bedarf oder den größten Nutzen, wenn man ja was ansetzt an Methoden, an Lösungsstrategien? Also ich sehe natürlich mehrere Ansatzpunkte. Das eine ist so etwas wie, ich würde es Stresstest nennen. Also ich glaube, dass auch auf einer kommunalen Ebene ist jede Kommune gut beraten, einen Stresstest zu machen und sich danach zu fragen, was heißt denn diese ganze Kette und auch letztlich diese Komplexität der Problematik für uns als Kommune, als Stadt. Und wenn ich an Frankfurt denke, Frankfurt hat den Stadtwald als sicherlich als Schatz, aber auch als große Herausforderung. Es gibt hier die Fließgewässer, den Main, die Nidda, die grün-blauen Korridore. Frankfurt ist eine hochgradig versiegelte Stadt, die natürlich aber schon in Angriff genommen hat, dieses Thema Entsiegelung, Umgang mit Regenwasser in der Stadt, auch dieses Thema Kühlung ist ein Thema und das ist dann so etwas wie die Agenda auf kommunaler Ebene. Also im Rahmen dieses Stresstests würde das dann heißen, hier, wir müssen gucken, wir brauchen wieder mehr Überflutungsgebiete, Altarme zum Beispiel an der Nidda, wir müssen gucken, dass wir hier Betonversiegelungen, Zementversiegelungen in der Stadt loswerden und dass wir eben Begradigungen, Staustufen etc. zurückbauen und gucken, wie können wir den Stadtwald eben mit hitzetoleranteren Arten letzten Endes auch wieder aufforsten. Ich meine, der ist ja größtenteils auch schon, wie Sie es vorhin für andere Wälder ja auch ansprechen,
machen, ist er größtenteils auch schon ja, stark in Mitleidenschaft gezogen bis tot. Ja, und Frankfurt ist ja auch eine Stadt, wenn ich jetzt an das Umfeld von Frankfurt denke, die vielleicht schon mehr Erfahrung hat auch als andere Städte. Ich nehme jetzt auch mal das Thema Hessisches Ried als Beispiel, also der Umgang von Stadt mit dem Wasser um Land und Umfeld. Und ich glaube, auch das ist etwas, worum es geht. Wir brauchen Pilotprojekte im besten Sinne, wo es darum geht, herauszufinden, was lässt sich gut umsetzen, was ist wirklich wirksam. Und das hat auch sicherlich in unserem modernen Verständnis von des Umgangs miteinander eine starke Komponente der Bürgerbeteiligung, weil auch selbst Dinge wie Regenwasserrückhalt, wie Stadtgrün entwickeln, wie Hochwasserüberflutungsräume schaffen, hat immer mit Akzeptanz zu tun. Es ist auch immer Eigentum betroffen und deswegen geht es um die Akzeptanz der Betroffenen an dieser Stelle nicht. Was sicherlich notwendig ist, ist einfach auch dieses Thema Offenheit, das ich angesprochen habe. Also auch eben von den betroffenen Bürgern verlangt es insofern etwas ab, weil es einfach bedeutet, sich ein Stück weit von Gewohntem, vielleicht auch von Gewohnheitsansprüchen, zum Teil vielleicht sogar von Besitzansprüchen, diese zu hinterfragen und vielleicht sogar zur Disposition zu stellen. Unsere Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, die wäre wahrscheinlich mit ihren Ausführungen sehr glücklich, weil sie eine ganz ähnliche Argumentationsebene verfolgt. Allerdings hat man trotzdem immer wieder das Gefühl, ja, es brennt unter den Nägeln, dass da etwas zu tun ist. Und trotzdem dauert das alles irgendwie wahnsinnig lange und es bräuchte eigentlich viel mehr Aktion und ein viel entschiedeneres Vorgehen an so einer Stelle. Sie hatten vorhin von Anreizsystemen auch für Bürgerinnen und Bürger gesprochen, um sie zu mitmachen, zu motivieren. Bräuchte es solche Anreizsysteme nicht auch in der Politik verstärkt, dass wir beim Klimawandel mal so richtig vorankommen und nicht nur Jahre und Jahre und Jahre über sinnvolle, aber mittlerweile fast schon klassische Maßnahmen wie eben Flussrenaturierungen sprechen? Und das führt in etwas in eine Richtung, die ich vielleicht auch kurz ansprechen möchte. Auf der Politikebene ist dieses Thema an vielen Stellen in meinen Augen angekommen, auch auf der nationalen Ebene, die möchte ich an der Stelle ansprechen. Und das hängt zusammen mit einer nationalen Wasserstrategie, die jetzt gerade geführt vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt in den letzten Jahren erarbeitet war, an der ich auch selbst beteiligt war, die in einem auch breiten Beteiligungsprozess, nämlich der gesamten Wasserbetroffenen, über die ich zum Teil auch gesprochen habe, tatsächlich eine Wasserstrategie zu erarbeiten, die genau bezogen auf die konkreten Politikfelder erarbeitet, was eigentlich geändert werden muss. Und es ist ganz klar, es müssen auch gesetzliche Rahmenbedingungen, wir haben eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen, die den notwendigen Entwicklungen entweder entgegenstehen oder sie zumindest verzögern. Eine Strategie jeweils gibt, die eben das Ziel klar macht, das langfristige Ziel klar macht und auch Zwischenziele besser klar macht, dann habe ich eine gewisse Hoffnung, dass eine solche Wasserstrategie, die wir bisher eben nicht haben, hilft, diese Knoten zu lösen, die im Moment dem notwendigen Handeln ein Stück weit entgegenstehen. Und da zähle ich ausdrücklich die Landwirtschaft zu, da zähle ich aber auch, die ja eben in bestimmten Zuständigkeiten ist. Die Bundeswasserstraßen sind im Verkehrsministerium, die Wasserwirtschaft ist wiederum stark auch föderal organisiert. Also hier sind viele Ebenen angesprochen, ihr Handeln schlichtweg neu ausrichten müssen. Was würden Sie denn jetzt den Menschen als Rat ans Herz legen, die sich mit der Neuausrichtung zum Beispiel von Geländen wie dem Industriepark hier in Frankfurt-Höchst, wo es unter anderem auch von der Goethe-Universität ein flusswassergekühltes Rechenzentrum gibt, von Menschen, die sich mit wassergekühlten Kraftwerken und Fabriken etc. auseinandersetzen, die Wasserwege für die Zukunft planen müssen. Frankfurt liegt am Fluss. Wir haben hier einen doch ganz
erheblichen Schiffsverkehr durch die Stadt. Was würden Sie diesen Menschen ans Herz legen, was sie bei künftigen Planungen berücksichtigen sollten? Ich meine, Sie hatten es schon angesprochen in Ihrem Vortrag, so weitergehen wird es nicht können. Nein, also die Auswirkungen, also letztlich die Wasserverträglichkeit von solchen Unternehmen, von solchen Wirtschaftsaktivitäten, Bauaktivitäten, die muss konsequent mitgedacht werden. Wir dürfen nicht mehr wie in der Vergangenheit sozusagen schlichtweg davon ausgehen, dass das schon wasserverträglich ist, was wir machen. Und was ganz klar erforderlich ist, ist, dass die Zukunftsentwicklung, über die ich gesprochen habe, die Prognosen, die besten Prognosen, die die Wissenschaft sowohl für die regionalen Ereignisse macht, aber auch für die Langfristprognosen, in die Planung mit einbeziehen. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die zu tun sind, dass die Klimaprojektionen und die Klimawandelprojektion bezogen auf Wasser konsequent in solche Infrastrukturplanung mit einbezogen wird. Und ich würde noch ansonsten einen Schritt weitergehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, der eine oder andere wird es vielleicht im Kopf haben, die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg ist ja auch ein Wasserthema, immer wieder, weil man dort einerseits diese Industrieinnovation hat und dann aber plötzlich sich Wasser auch als limitierender Faktor erweist. Genauso wie es vielleicht ein nahezu null CO2-Emissionsauto gibt, würde ich mir auch wünschen, dass es vielleicht mal ein Null-Wasserauto gibt, in dem nämlich die Wassernutzung für die Produktion der Autos auf ein Minimum reduziert ist und damit der Emissionsgedanke, der Ressourcennutzungsgedanke bezogen auf Wasser genauso mit in die Industrie und in den Industrieproduktionsprozess und am Ende in die Umweltverträglichkeit in die Nachhaltigkeitsbeurteilung eines Industrieproduktes einbezogen wird, wie wir das jetzt kennen mit den Kilo CO2 pro gefahrenem Kilometer. Natürlich muss so ein Auto dann am Ende auch, ich sag mal, leistbar sein. Natürlich. Für viele Menschen. Womit wir vielleicht zum Schluss unserer Gesprächsrunde auch nochmal auf die individuelle Ebene kommen, auf die individuelle Handlungsebene. Das wäre, was kann jeder von uns tun, jede Bürgerin, jeder Bürger, jede Verbraucherin, jeder Verbraucher, um sich positiv eben ja im Sinne der Wassernutzung zu engagieren. Das Erwerben von wassersparend arbeitenden technischen Geräten, das wäre ein Punkt. Man könnte sich auch bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, wenn man jung ist, um ein Stipendium als Nachhaltigkeitspraktiker bewerben, wo genau ein solches Denken eben auch gefördert wird. Aber ja, es gibt ja noch sehr viel mehr. Was sind aus Ihrer Sicht, Dietrich Borchert, die aktuell besten Handlungsoptionen für einen nachhaltigen Wasserumgang? Ich möchte das Thema Preis noch mal kurz ansprechen, weil das ist Wasser ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich diese Preisdiskussion auch deutlich relativieren kann. Denn wir zahlen in Deutschland und Umfragen zeigen, dass die überwiegende Zahl der Bürger gar nicht wissen, was sie für Wasser bezahlen, wenn sie es individuell verbrauchen. Denn diese 120 Liter pro Einwohner und Tag, na klar, wir zahlen eine Wasserrechnung. Aber den tatsächlichen Preis, wenn man mal Befragungen macht, den wissen gar nicht so viele. Es sind nämlich rund 2,50 Euro für 1000 Liter Wasser, mit anderen Worten 0,06 Cent pro Liter Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, das ich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche habe und das ich ohne Bedenken trinken kann. Das heißt, das Wasser ist eigentlich billig, obwohl wir es mit diesem hohen technischen Standard und dieser hohen Versorgungssicherheit zur Verfügung stellen. Und das uns dann aber ein bisschen sorglos macht offensichtlich im Umgang damit. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, wir brauchen eine Kombination sozusagen eines an der Stelle, wenn ich jetzt an den mündigen Bürger denke, eines Wissens um Wasser, wo ich als Bürger mir klar sein muss, was kostet es denn, wenn ich Wasser nutze, aber vor allen Dingen, wenn ich jetzt an den Gebrauch von Haushaltschemikalien denke, wenn ich an meinen individuellen Wasserverbrauch denke, wenn ich komme wieder auf das Beispiel Lebensmittel zurück und Konsumgüter, die ich nutze, kann ich durch meine Kaufentscheidung sehr viel damit beizutragen, auch nachhaltige Nutzung in Bereichen anzustoßen, und zu befördern, die ich als unmittelbarer Verbraucher gar nicht mehr in der Hand habe. Und diese Art von
Wassersensitivität, dieses Wasserbewusstsein möchte ich es nennen, da ist noch viel Luft nach oben. Ich meine, wie so eine Waschmaschine zum Beispiel den Wasser nutzt, das kann man ja in der Regel der Produktbeschreibung gut entnehmen. Aber es geht ja jetzt auch um Dinge zum Beispiel wie Textilerzeugung mit Wasser. Es geht um den Anbau von Obst und Gemüse und wie viel Wasser da verwendet wird. Das ist ja teilweise nicht ganz so einfach, wenn man im Geschäft steht, herauszufinden, wie viel Wasser da verschwendet eben auch mit worden ist. Ja. Oder gibt es da auch, ich sage mal, Fingerzeige, nach denen man sich richten kann? Da gibt es auf jeden Fall jetzt schon Fingerzeige, nach denen ich mich richten kann, wenn ich an die an verschiedene Label denke, die mit Produkten zu tun haben. Aber ich kann mir das auch selber zum Teil an Informationen besorgen. Ich denke jetzt wieder an zum Beispiel die Herkunft bestimmter Südfrüchte aus Herkunftsgebieten, die ja ausgewiesen sind, auch auf den Produkten, so wie ich sie finde, jetzt in den Supermarktregalen. Und auch da kann ich mir als Verbraucher, wenn ich denn sozusagen vertiefter interessiert bin, schon klar machen und Indikatoren finden, ob denn die Tomate in einer bestimmten Region Spaniens, kann die denn überhaupt noch, oder stammt die aus einem Gebiet, das ausgewiesen ist als solches, das in denen die Grundwasserstände stark gesunken sind, übernutzt sind, in denen der Wassernutzungsindex bei 80% ist und in denen das Wasser noch höher mit Pestiziden und Nitrat belastet ist, als wir das in Deutschland kennen. Und diese Informationen sind alle durch die offenen Informationssysteme, Umweltinformationssysteme, die wir haben, stehen die zur Verfügung. Wenn ich es wollte, könnte ich mir als Verbraucher jede dieser Informationen beschaffen. Setzt natürlich ein bisschen Recherche-Willen auch voraus. Wenn jetzt draußen an den Endgeräten beim einen oder anderen so jetzt der Aktivismus geweckt worden ist, gleich was zu tun, gibt es möglicherweise einen etablierten, bekannten Wasserfresser so im Haushalt, den man vielleicht gleich einmal ein bisschen ausschalten oder seltener benutzen können sollte? Der größte Wasserfresser ist die Toilettenspülung. Wie soll man damit dann praktisch umgehen, weniger trinken und seltener auf Toilette gehen? Ich habe verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wo ich wohne. Ich habe zu Hause eine Regenwasser, ich spüle mit Regenwasser und nicht mit Trinkwasser. Also habe auch eine doppelte Wasserversorgung, aber auch da, wenn ich ich kann mir die Apparaturen schon mal genau angucken, ob die wirklich noch schon dem neuesten Wasserspar-Stand entsprechen. Das kann ich dem Vermieter sagen, wenn ich denn zur Miete wohne. Also ich kann mich schon selber auch umtun, um zu schauen, ähnlich wie ich das mit dem Stromverbraucher auch machen würde, bin ich denn auf dem Stand der Technik? Und der Stand der Technik, wie ich gesagt habe, ist sehr weit. Auch die Wasserspartechnologien entwickeln sich auch noch immer weiter und ich sollte sie einfach konsequent nutzen. Genauso wie ich hoffe, dass jeder einen leckenden Wasserhahn so schnell wie möglich repariert. Umtun. Das Wort Umtun fiel gerade, Dietrich Borchert. Umtun möchte ich mich auch, nämlich nach hinten zu Andreas Pesch, der die digitalen Kommunikationskanäle während unseres Gespräches und Ihres Vortrages im Auge behalten hat. Und ich vermute, dass die eine oder andere Frage angelandet ist, mit der wir hier den Stoff weiter vertiefen können. Ja, in der Tat sind einige Fragen gekommen und einige betreffen auch tatsächlich die Situation in Brandenburg. Das große Industriewerk, das von Tesla errichtet wird. Sie haben das jetzt sich selber schon angesprochen. Frage dennoch, ist das ein Problem, das anders hätte angegangen werden können? Wird das vielleicht auch medial etwas zu sehr aufgebauscht und ist eigentlich gar nicht so gravierend, wenn man Ihre Karte sieht? Sieht Brandenburg ja eigentlich ganz gut aus im Hinblick auf die Wasserversorgung, mal abgesehen von den letzten 3 Jahren. Wie sehr ist das ein Problem, was dort geschieht? Also ich bin, um das auch vorwegzuschicken, mit dem Einzelfall nicht befasst. Insofern ist nach allem, was ich sozusagen von außen beurteilen kann, das ein ganz ordnungsgemäß verlaufendes Planungs- und Genehmigungsverfahren, so wie es in Deutschland nach Wasserrecht auch üblich ist. Das müssen und können vor allen Dingen die örtlichen Behörden beurteilen. Grundsätzlich ist es so, und so viel kann ich dazu sagen, Industrieansiedlung per se ist sozusagen kein
kein Unterfangen, das nicht wasserverträglich gestaltet werden kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist es so, dass das halt geplant werden muss mit entsprechenden Informationen, die vielleicht an bestimmten Stellen etwas über die Praxis hinausgehen müssen, die so üblich ist. Und dazu gehört, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, einzubeziehen Klimawandel. Wie verändern sich vor allen Dingen auch die zur Verfügung stehenden Wasserressourcen und im Fall Brandenburgs, und da geht es ja auch um einen Konflikt mit der regionalen Trinkwasserversorgung. Wie löst man das denn im Gesamtblick? Also, und damit sind wir bei diesem sperrigen Begriff integriertes Wasserressourcenmanagement, in dem ich wirklich einerseits auf die Industrieansiedlung als solche gucke, aber natürlich die vorhandenen umliegenden Nutzungen. Und im Fall Tesla geht es ja um die Trinkwassernutzung, es geht um die landwirtschaftliche Wasserbedarf, es geht aber auch um Wälder dort, und das in einer Region, in der die Bodenfeuchte das große Problem ist, nämlich die trockenen Böden und vorhandene Trockenheit. Also insofern ist das etwas, was vor dem Hintergrund dessen, was ich geschildert habe, in einem vielleicht etwas erweiterten Kontext angeschaut werden muss, als es etablierten Planungen entspricht. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die aus dem Publikum, oder viele Fragen, die aus dem Publikum kamen, betreffen die Rolle des Wassers bei der Energieversorgung. Das hat viele überrascht, dass der Anteil derartig hoch ist, des Wassers, das wir zur freien Verfügung nutzen können. Das waren, glaube ich, so um die 50%. Da ist zunächst einmal die Frage, was geschieht eigentlich genau mit dem Wasser? Also wie wird es genutzt und was geschieht nach der Nutzung mit dem Wasser? Das ist eine Frage. Die zweite Frage ist, ob die Stilllegung von konventionellen Kraftwerken und Atomkraftwerken in den letzten Jahren im Zuge der Energiewende einen Effekt hat auf den Wasserverbrauch der Energieversorgungsbranche. Und die dritte Frage ist, welche Rolle die erneuerbaren Energien beim Wasserverbrauch, bei der Wassernutzung spielen? Das sind mehrere Themenkomplexe. Also diese große, überraschend große Zahl, das ist in der Tat das Kühlwasser. Und Kühlwasser wird ja, und das sind die thermischen Kraftwerke, die wir haben, sind Kohlekraftwerke im Wesentlichen und nuklear, also Kernkraftwerke und zum Teil Gaskraftwerke. Das Kühlwasser wird durch diese Kraftwerke gepumpt, das heißt, es wird typischerweise dem Fluss entnommen. Dann die Kühltürme haben wir alle vor Augen, wird dort gekühlt und wird dann mit einer immer noch leicht erhöhten Temperatur wieder in den Fluss zurückgegeben. Das ist aber im Sinne des Wassers, auch wenn es mengenmäßig fast vollständig wieder zurückgegeben wird, wie gesagt etwas erwärmt, ist es trotzdem ein Gebrauch, weil das Wasser, das entnommen wird, in diesem Fall vor allen Dingen physikalischen Eigenschaften verändert ist, und deswegen wird es als Gebrauch gezählt und wird aber den Flüssen typischerweise wieder an den Stellen praktisch zurückgegeben, wo es auch entnommen wird. Der zweite Aspekt der Energiegewinnung ist die Wasserkraftnutzung selbst. Die ist in Deutschland entwickelt. Wir haben praktisch alle großen Flüsse sind gestaut. Einerseits zur Schifffahrt, zur Binnenschifffahrt, dann aber auch zur Energiegewinnung, mit Ausnahme der Elbe, die ja nur dieses große Kraftwerk auf deutscher Seite in Geesthacht hat. Und hier müssen wir unterscheiden die Großwasserkraft, also die größeren Kraftwerke, wo das Wasser einfach durchläuft, und dann die Kleinwasserkraft, die ja bis in die kleinsten Bäche hinaufreicht und ja auch unter dem Ausbau der Erneuerbaren einen gewissen Boom erlebt hat. Das sind die wesentlichen Aspekte der Energienutzung. Und wenn wir den letzten Punkt ansprechen, die Wasserkraftnutzung, die hat erhebliche Probleme aufgrund der die Kleinwasserkraft, weil sie nur marginal zur Stromversorgung beiträgt insgesamt, aber ganz klar maßgeblich daran beteiligt ist, dass wir Probleme mit der Biodiversität und den Umweltzielen in den Fließgewässern bekommen, wegen der starken Zerschneidung der Fließgewässer, an denen sie dadurch beteiligt sind. Und gibt es Effekte? Also dass jetzt quasi weniger, also das mit der Energie
Wände weniger thermische Kraftwerke genutzt werden als früher. Kann man das irgendwie nachweisen? Ja, natürlich. Also in dem Maße, in dem jetzt vor allen Dingen die Nuklearkraftwerke abgestellt werden, hat das natürlich Auswirkungen, die hilfreich sind, wenn es um die, das Beherrschen von Hitzewellen geht und die Erwärmung der Gewässer. Wie gesagt, eine gewisse zusätzliche Erwärmung ist zugelassen. Mit jedem Kraftwerk, das abgeschaltet wird, geht die zurück. Und wenn wir jetzt die Situation 2018 zugrunde legen, ich hatte ja das Beispiel des Kraftwerks Grunde genannt, das ja schon gedrosselt und wo die Drosselung anstand, wie auch an anderen Stellen, auch aufgrund eben der nicht mehr beherrschbaren Erwärmung, letztlich aus ökologischen Gründen. Und dasselbe war auch zum Beispiel im Neckarraum in diesem Jahr der Fall. Also in dem Maße, wie die zurückgeht, wird sich natürlich erstmal diese Grafik ändern, weil dieser große Kühlwasserbedarf nicht mehr da ist. Aber lokal und an den jeweiligen Standorten geht es dann vor allen Dingen auch um eine zurückgehende Erwärmung, die sicherlich ein Beitrag dazu sein kann, resilienter zu sein gegen eine Fließgewässererwärmung, die zum Beispiel zu ökologischen Schäden unter Bedingungen führt, wie wir sie 2018 erlebt haben. Vielen Dank. Ich habe eine weitere Frage von einem Zuschauer, Michael Braun. Er fragt, Sie sprachen von der Neuordnung der Nutzungsprioritäten und sprachen dann auch von einem steigenden Wasserbedarf der Landwirtschaft. Da ist dann erst einmal die Frage, worin liegt eigentlich dieser gesteigerte Bedarf der Landwirtschaft? Worin liegt dann eine mögliche Neuordnung? Welche Rolle spielen vielleicht trockenresistente Pflanzenarten in der Landwirtschaft, die hier einen Einfluss auch haben können auf den Wasserverbrauch? Welche Rolle spielt letzten Endes auch die Tierhaltung und der Anbau von Nahrungsmitteln für die Tierhaltung, für die Steuerung des Wasserverbrauchs? Also da sind zwei Fragen im Grunde genommen angesprochen. Eine ganz klare Nutzungskonkurrenz, die uns mehr und mehr beschäftigt, die auch in diesen Jahren deutlich geworden ist, ist die Priorität Trinkwasser versus Landwirtschaft. Also die Frage regionale Trinkwassergewinnung und landwirtschaftlicher Wasserverbrauch. Wir gehen, und ich habe die Zahl ja genannt, es sind heute ja nur rund 1,3% Bewässerungslandwirtschaft, die wir haben, wo bewässert wird. Das sind Regionen in Niedersachsen, Nordostniedersachsen und einige andere Regionen. Dort ist es immerhin schon so gewesen, dass unter den Bedingungen, zum Beispiel im Raum Peine war das der Fall, aber auch im Raum Uelzen zum Beispiel, dass die Bewässerungskontingente nicht mehr ausgereicht haben, um alle Kulturen sozusagen bis zur Ernte zu bringen. Dort mussten Kulturen aufgegeben werden und das zeigt, wohin es geht. Also es ist vor allen Dingen der Beregnungswasserbedarf, der potenziell steigt. Das hängt natürlich von den Kulturen ab und von deren Wirtschaftlichkeit. Es gibt Schätzungen, die erwarten lassen, dass das auf bis zu 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche steigen könnte, abhängig von den Klimaszenarien, die wir zu erwarten haben. Aber hängt, wie gesagt, auch von den Anbauten ab. Und wenn wir dann dort sind, ist die Frage, soll denn das Wasser für diese Bewässerung herkommen? Ist es Grundwasser? Wird es aus kleinen Bächen gepumpt, aus Oberflächengewässern entnommen? Und ist das dann überhaupt, wo fehlt es dann unter Umständen an anderer Stelle und mit welchen Technologien wird das gemacht? Und das führt direkt in das Thema Qualität, also wenn unter bestimmten Nutzungsformen und auch unter Hitzebedingungen steigen und können steigen die Nährstoffverluste ins Grundwasser, die Auswaschung von Nitrat insbesondere, aber möglicherweise auch der Eintrag von anderen nachteiligen Stoffen. Und dann habe ich auch dieses Qualitätsproblem und in Regionen, wenn dieses Qualitätsproblem weiter steigen könnte, kann indirekt dadurch auch die Nutzung als Rohwasser zur Trinkwassergewinnung gefährdet werden. Das ist ein sehr großes Thema, das zu den Themen gehört, über die ich gesprochen habe, die dringend sowohl in der Politik, aber dann auch unterstützt durch die Wissenschaft jetzt analysiert werden müssen, um zu gucken,
wie man hier zu einer Vereinbarung kommt. Und Nutzungsprioritäten, da sind wir bei dem Thema Wasserstrategie, nationale Wasserstrategie und Nutzungskonkurrenz. Wer hat denn Vorrang? Die Trinkwasserversorgung oder die Nahrungsmittelversorgung? Wer entscheidet das? Wo ist das festgelegt? Wie verfährt man denn, wenn man in eine solche Konfliktsituation gerät? Ist das eine dauerhafte Priorisierung? Ist das nur eine Priorisierung in bestimmten Situationen, wo es sehr heiß ist und das Wasser knapp wird? Diese unbequemen Fragen, um die geht es. Und die müssen beantwortet werden, sodass man im konkreten Fall dann auch tatsächlich handeln kann. Und das nicht sozusagen dem Spiel der Kräfte überlässt, dem zufälligen Spiel der Kräfte überlässt oder der bisherigen Gewohnheiten überlässt. Gibt es weitere Fragen? Es gibt noch viele Fragen, aber ich glaube, wir werden jetzt einfach auch langsam zum Ende kommen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, die von Catherine Lodge im YouTube-Chat gestellt wurde. Sie sagt, die Industrie zahlt andere Preise für Wasser als die Verbraucherinnen. Ist hier eine Stellschraube für Sparmaßnahmen? In jedem Fall ist das eine Stellschraube. Also erstens ist es so, dass dieser Preis, den ich vorhin für das Trinkwasser genannt habe, in Deutschland ein sogenannter annähernd kostendeckender Wasserpreis. Also mit anderen Worten, das Geld, das wir als Verbraucher, als jeder Verbraucher durch unsere Wassernutzungsgebühren zahlen, der ist dadurch gerechtfertigt, dass mit diesem Geld der Betrieb der Wasserwerke, die Erneuerung der Infrastrukturen, die Überwachung und das alles und die Reinvestitionen bezahlt werden und das kostendeckend ist und damit der Verbraucher, also da werden keine zusätzlichen Subventionen oder welche Mittel auch immer gebraucht, um das zu betreiben. Also mit anderen Worten, das ist ein Prinzip, das auch, das nennt man kostendeckende Wasserpreise. Indem der Nutzer eben genau dafür zahlt, für das, was er gebraucht. Das ist nicht in allen Sektoren der Fall, in der Industrie vielfach. Und hier hat es sich bewährt, Wasser so zu bepreisen, dass es Innovation treibt. Wasser, das wiederverwendet wird, in der Autosindustrie zum Beispiel mittlerweile 7-fach gegenüber früher nur 1-fach. Auch der ganze Kläranlagenausbau, der Technologiestand im Kläranlagenausbau ist nur durch finanzielle Anreize erreicht worden, indem man nämlich das so bepreist hat, dass es sich immer gelohnt hat, Abwasser zu reinigen und es nicht einfach in die Umwelt zu geben. Und diese Mechanismen, das sind eigentlich die entscheidenden und die führen am Ende dazu, dass es auch gerechtfertigt ist und sein kann, Wasser in einzelnen Sektoren auch für einzelne Gebräuche natürlich auch unterschiedlich zu bepreisen. Aber am Ende geht es darum, dieses Kostendeckungsprinzip weitgehend umzusetzen und die Umwelt- und Ressourcenkosten ebenfalls kostendeckend mit in die Wassernutzungsgebühren einzukalkulieren. Und noch eine letzte Frage, die eigentlich auch wieder eher ein Fragenkomplex ist, nämlich die nach den Innovationen, die vielleicht auch eine Rolle spielen können, um das Wassermanagement zu verbessern. Zum Beispiel in der Landwirtschaft ist es denkbar, mit chemischen Methoden die Absorptionsfähigkeit der Ackerböden zu verbessern, die Wasserspeicherung zu erhöhen, beispielsweise. Anderes Thema ist Meerwasserentsalzung. Könnte das zumindest ein Weg sein, um Wasser für die Kühlung von Industrieanlagen zu generieren? Kann man vielleicht lernen von Ländern, die schon mit höherer Trockenheit zu kämpfen haben oder leben und das ganz gut bewerkstelligen? Gibt es da Vorbilder für Deutschland so in diese Richtung? Welche Innovationen sind denkbar? Gibt es da Beispiele? Die Innovation Nummer eins ist, mit dem Wasser, das wir haben, effizienter umzugehen. Das ist das Thema Wassernutzungseffizient. Ich habe vorhin Autoindustrie angesprochen, durch die Mehrfachverwendung, Aufbereitung im Industrieprozess und so weiter werden unglaubliche Innovationen getrieben, die dann auch exportfähig sind und so weiter. Das Thema Landwirtschaft, also Thema Meerwasserentsalzung ist aus meiner Sicht hier für Mitteleuropa, das nördliche Mitteleuropa überhaupt kein Thema, das brauchen wir auch nicht und ich wüsste auch nicht wofür.
In der Landwirtschaft ist das Innovationspotenzial enorm. Das fängt bei den Kulturmethoden an, resilientere Pflanzen, angepasste Methoden, der vielleicht auch natürlich dann der Import von Technologien, Anwendung von Technologien, der hocheffizienten Tröpfchenbewässerung, die an anderen trockeneren Regionen entwickelt worden sind in solchen Regionen, aber sie eben anzupassen hier an unsere Verhältnisse und sie nutzen, um einen möglichen zusätzlichen landwirtschaftlichen Wasserbedarf dann mit einem möglichst geringen Bedarf tatsächlich auch umzusetzen. Bevor ich, was andere Formen angeht, nämlich die Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit der Böden, ich glaube, das ist eine Frage, die erst dann kommen sollte, wenn wir das Thema landwirtschaftliche Entwässerung, Melioration, Trockenlegung aus den Gesichtspunkten uns des Landschaftswasserhaushaltes hier angeschaut haben und erstmal auch hier die Dinge auf den Prüfstand stellen, ist eigentlich die Trockenlegung, die großflächige Trockenlegung der Gebiete, der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Deutschland in dem Ausmaß wirklich sinnvoll, notwendig und noch zeitgemäß, wenn wir an Klimawandel denken, bevor ich in irgendeiner Weise chemisch etc. in die Speicherfähigkeit der Böden eingreifen würde. Da sind andere Methoden wie das Mulchen, wie andere Techniken, bodenschonende, wasserspeichernde, bodenschonende Bearbeitung aus meiner Sicht prioritär zu bedenken. Ja, also da kann ich Ihnen nur ganz herzlich danken für Ihre vielen Antworten auf die vielen Fragen, für die wir uns auch sehr bedanken. Wir haben heute sehr, sehr viele Fragen. Das zeigt, dass das Thema die Menschen bewegt. Und ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt nicht alle Fragen aufgreifen. Aber ich danke allen für Ihre Beiträge und übergebe jetzt wieder an Sie, Höppner. Ja, und ich denke, als Resümee können wir festhalten, Dietrich Borchert, dass wir ein sehr großes, sehr komplexes Problem mit der Wasserkrise vor uns haben, das zu lösen gilt. Und dass es ja nicht ein oder wenige besonders effektive Lösungsmöglichkeiten gibt, sondern dass wir da auch sehr differenziert vorgehen müssen. Gleichzeitig ist es auch ja zu Beginn aus einer Ihrer Folien schon klar geworden, haben wir es mit einer der ganz großen Zukunftsherausforderungen zu tun. Und wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass am 26. September die Bundestagswahl die nächste ansteht und man ja da vielleicht auch durch sein Wahlverhalten das eine oder andere beeinflussen kann, wie es eben auch in Sachen Wasser künftig weitergeht. Sie haben sich ja schon als ein Freund des Selbstrecherchierens heute Abend hier präsentiert, Herr Professor Borchert. Wenn man sich jetzt vielleicht so ein bisschen mal umschaut, so in den Wahlprogrammen und so der Parteien, gibt es so Schlagworte, wo Sie sagen, wenn das drinne steht, das könnte ein ganz gutes Indiz dafür sein, dass auch eine vernünftige Wasserpolitik am Ende bei rumkommt. Ich meine, wir setzen uns für den Klimawandel ein und für Ressourcenschonung. Das hat man mittlerweile sehr häufig. Aber in welchem Kontext könnte da auch ein Schuh draus werden? In meinen Augen wird ein Schuh draus. Wir werden im Mai in etwa wird diese nationale Wasserstrategie vorgelegt, die wie gesagt zwar politikgetrieben, aber unter Beteiligung wirklich viele Akteure erarbeitet worden ist. Und es ist eine wirklich gut gelungene Strategie, das nehme ich mal vorweg. Und ich kann erstmal jedem Interessierten wirklich empfehlen, diese Wasserstrategie, wenn sie dann vorgelegt wird, sie sich genau anzugucken. Vielleicht vor dem Hintergrund dessen, was wir heute gesehen und diskutiert haben, auch als Information. Und wenn ich an Recherche denke, diese Wasserstrategie dann mal gegen die Programme der Parteien zu spiegeln und sich dann anzuschauen, was denn an konkreten Handlungen, an wirklich auch belastbaren Handlungen sich in dem einen oder anderen Programm der dann sich bewerbenden politischen Parteien drinsteht, ist dann ein Indikator, der ja, vielleicht der Entscheidungsfindung dient. Vielen Dank. Dietrich Borchert, Wasserexperte vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ in Magdeburg und Professor an der Technischen Universität in Dresden.
Der Vortrag, den Sie heute Abend verfolgen konnten und das anschließende Gespräch werden weiterhin verfügbar sein auf der YouTube-Seite der Polytechnischen Gesellschaft, außerdem auf der Homepage der Polytechnischen Gesellschaft www.polytechnische.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie den Weg nach Frankfurt auf sich genommen haben, Dietrich Borchert. Und wer das nächste Mal an dieser Stelle referieren und Rede und Antwort stehen wird, das verrät uns jetzt gleich Professor Ulrich Finke vom Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft. Hier oben vom Podium verabschieden sich für heute Abend Dietrich Borchert und Stefan Hübner. Ja, vielen Dank, lieber Herr Borchert. Sie haben uns das bestkontrollierte Lebensmittel, das wir haben, noch näher gebracht und uns auch vielleicht zu einem sorgfältigen und noch sorgfältigeren Umgang damit angehalten. Dafür herzlichen Dank Ihnen für die Gesprächsführung, die Moderation und die Gestaltung dieses Abends. Auch herzlichen Dank. Ich möchte mich damit von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern verabschieden, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass unsere nächste Sendung oder nächster Vortrag am 27.04., also in einer Woche, hier stattfinden wird, wieder mit dem Thema Krisen und Katastrophen im Kontext. Es spricht dazu der Branddirektor der Stadt Frankfurt, Herr Karl-Heinz Frank. Und da wir mehrere Töchter haben, eine hatte ich schon erwähnt, nämlich das Bieneninstitut, werden Sie mit einem Glas Honig entlassen werden in Ihre Heimat. Und wir bedanken uns nochmals herzlich für den interessanten und stimulativen Abend. Vielen Dank.